Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Es ist Punkt 18 Uhr und wir sind wieder auf Sendung. Ja, eigentlich ist es Punkt halb eins, aber na gut. Es ist, das ist richtig, mitten in der Nacht. Was haben wir denn heute? Dienstagmorgen, den 9.8. um 0.30 Uhr morgens. Genau. So sieht's aus. Genau, damit die Leute, die jetzt um 18 Uhr eingeschaltet haben, wissen, wann wir jetzt hier aufkommen. Ist ja eher wurscht. Ich bin ein bisschen erkältet, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und deswegen seid mir nicht böse, wenn die ein oder andere Person jetzt nicht die gewohnt gute Stimme hat, wie sonst. Aber der Zelda-Junge ist dafür umso motivierter, jetzt hier sämtliche Parts zu übernehmen. Was? Ich werd jetzt den Clown sehr offenkundig reden, weil es ja halb eins ist und nachts kann man ja immer so gut im Block rumschreien, deswegen. Ja, genau. Und da der gute Zelda seine Zeldeline gerade eben zu Bett getragen hat, ist es jetzt umso erfreulicher, wenn er gleich schön laut hier am PC entertaint, dass dann irgendwann Zeldaline wahrscheinlich im Zimmer steht und sich beschwert. Aber egal, lassen wir es auf uns zukommen. Wir sind immer noch hier im Gericht. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wer hat denn eigentlich die Karma? Hab ich jetzt wieder gesprochen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Teile wir heute hier schaffen werden. Morgen werden wir, gesetzt im Fall, es funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen, von der Zeit her, wird dann auch wieder mindestens der Sven auch wieder mit dabei sein. Er möchte jetzt gerne auch jetzt immer mit dabei sein. Und dann schauen wir mal, wie viele wir morgen vielleicht noch animiert kriegen, dann hier wieder mitzumachen. Also, aber jetzt hier erstmal wieder weiter. Und du hattest die von Karma gesprochen und den Clown, genau. Hm. Das reimt sich. Okay, ich glaube, sie ist heute wieder mal Chefin. Ach ja, aber ich war die Puppe. Oh. Ja, ach ja, richtig, genau. Ich war nur. Ja, genau, du warst der Trilo, genau. Ach nein. Ach so, aber wir. Das habe ich. Ach ja so, schon. Ja, das ist ja jetzt. Ach, das ist Kreuzfeuer. Sehr schön. Moment mal. Der Clown. Du meinst Mo damit? Oh, wie habe ich den denn gesprochen? Komisch. Natürlich meine ich diesen alten Opi. Er ist erbärmlich. Ich kann ihn nicht ausstehen. Passt sehr gut, die Stimme. Schon bei der kleinsten Anstrengung während der Probe zerfließt ihm die Schminke. Am Ende der Probe war er mehr tot als lebendig. Armer Kerl. Wir hatten keine andere Wahl, brachte Ben ihn zurück auf sein Zimmer. Wenn es darum geht, der größte Verlierer zu sein, läuft er allen den Rang ab. Was geschah dann? Als wir zur Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging zum Hinein. Ach so, ja, genau. Das war jetzt nach dem Mordfall, genau. Was hast du danach getan? Ich ging zum Hauptplatz rüber, um nachzudenken. Es war bitterkalt an dem Abend, vor allem mit dem ganzen Schnee und so. Wäre es nicht besser gewesen, in der schönen, warmen Unterkunft nachzudenken? Ja. Phoenix Wright, du solltest das Denken den Zeugen überlassen. Aber ich bin ein guter Denker. Zumindest behaupten das immer meine Lehrer. Da sah ich, wie Max in Richtung Tatort ging. Max war jetzt, Ja. Genau, der Star. Hat sich gerade noch so gerettet. Bist du dir sicher, dass es Max Galactica war? Natürlich bin ich mit mir. Nicht sicher. Ich bin mir sicher. Er ist unverkennbar mit seinem snoppigen Dreiteiler. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die Kleidung, die hat mit Sicherheit jemand anderes angezogen. Ja, schätze ich auch. Snoppiger Dreiteiler? Bist du taub? Immer diese Anwälte. Alle schwer von Begriff. Max Dreiteiler. Du meine Güte, wie beschränkt. Bitte, alle zusammen. Zylinder, Umhang, weiße Rosen. Vielen Dank. Nick, ich denke, du solltest deine Fragen etwas besser vorbereiten.
Mann, ich bin heute mal wieder das Multitalent hier. Ich stelle das auch gerade fest. Er war der Einzige, der in der Richtung. Wie kann der Kerl nicht der Mörder sein? Ja, weil sich einer verkleidet hat. Du hast Max und wirklich nur Max gesehen, richtig, Trilo? Das ist richtig. Und deshalb ist er der Mörder. Es gab nur eine Person, die an dem Abend in diese Richtung ging. Das ergibt alles einen Sinn und Max sieht dabei ziemlich verdächtig aus. In der Geschichte steckt mehr als man denkt. Fehlt da nicht etwas? Nein, alles in Ordnung. Max Schuld ist nicht belegt. Sah Ben wirklich nur Max? Nein, Max Schuld ist nicht belegt, weil man hat doch letztendlich nur seine Klamotten gesehen. Man hat doch nicht sein Gesicht gesehen. Oder wie sehe ich das? Sah Ben wirklich nur Max? Einen Moment. Es gibt keine Beweise, dass der Zeuge Maximilian Galactica gesehen hat. Hehe, du hast es immer noch nicht verstanden, nicht wahr? Ich sah, was ich sah. Es war Max. Geschmackloses, dreiteiliges Kostüm. Gut, jetzt sagen wir es alle zusammen. Oh nein. Zylinder, Umhang, weiße Rosen. Ist gar nicht so leicht. Vielen Dank. Sie sollten sich besser über Ihre berühmten Mandanten informieren, Herr Wright. Na großartig, jetzt werde ich schon von einem Spielzeug fertig gemacht. Der kleine Drecksack. Dann kam die Polizei und... jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich gehe da nochmal auf Angreifen. Moment mal. Und dumm. Ja. Das ist doch etwas seltsam, findest du nicht auch? Was ist seltsam? Dass du nur Max gesehen hast. Hättest du nicht auch noch jemand anderen sehen müssen? Was? Wo soll das hinführen, Herr Wright? Wen hätte der Zeuge denn noch sehen müssen? Oh, nee. Ja. Na, den... den Zirkusdirektor. Stimmt eigentlich, weil der ist ja dann nach der Probe auch gedingst hier, ne? Gebumst. Ne, ist gestorben. Oder hier Chica? Den Affen könnte auch sein. Sammelt ständig glänzende Gegenstände. Meinst du? Oder ich gehe erstmal Zirkusdirektor. Und den Zirkusdirektor, ja, er ist halt gestorben. Das ist das Opfer. Das ist richtig. Wenn Trilo sich am Eingang des Hauptplatzes befand, ich glaube, das war richtig, hätte er auch den Zirkusdirektor sehen müssen. Der Zirkusdirektor erschien offenbar am Tatort, bevor ihn der Zeuge hätte sehen können. Jeder hier mit Verstand hätte sich das denken können. Wovon redest du da? Na, jetzt duzt er sie wieder. Der Zirkusdirektor und Max gingen zusammen zum Zimmer des Zirkusdirektors. Zusammen zum Zimmer des Zirkusdirektors. Hat das der Angeklagte behauptet? Sieht ihn ähnlich. Wenn Maximilian Galactica eigentlich im Zimmer des Zirkusdirektors sein sollte, warum befand er sich dann laut Zeuge am Tatort? Ich verstehe, auch wenn ich schlafe. Bisher habe ich keinerlei Zweifel an der Aussage der Zeugen. Und es gibt auch keine offensichtlichen Widersprüche. Er hat recht. Welch scharfsinniges Urteil. Euer Ehren, lasst uns mit der Zeugenaussage fortfahren. Ob Trilo wohl einen Grund hat, Max so zu beschuldigen? Nun, ja, Max ist ein Teil dieses bitteren Liebesdreiecks mit Regina. Deshalb hat Max ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst. Nick, hat nicht Ben den Schlag auf den Kopf bekommen? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Was ist das? Nach der Probe ließ ich das Zelt mit dem... Ach, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Auweia. Müssen wir da jetzt nochmal angreifen vielleicht und ein anderes Profil zeigen? Computer sagt nein.
Sorry, ich habe heute zu viel Little Britain geguckt. Ich merke schon. Wo war das denn? Ich war der Einzige, der in die Richtung des Mörders ging. War das hier, oder? Nur Maxim, ich meine, das war hier. nee, das war doch da nicht. Das sind wir zum Aussage vor. Nee, das war da nicht. Dann kam die Polizei und nahm diesen. Verdammt! Warum redet eigentlich der Ben mal nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Das hatten wir ja im letzten Teil schon festgestellt, dass er nur über seine Puppe spricht. Nach der Probe verließ ich das Zelt. Als Unterkunft kam, ließ er sich stehen, ging und ging zum... Da sah ich, wie Max in Richtung... Da war das, oder? Ja, genau. Oder hatte ich da nicht gerade eben... Nee, das war da nicht, siehste? Das war der Einzige, der in die Richtung ging. Wie kann der nicht der Mörder sein? Verdammt, wo war das? Das ist doch gar nicht so lange her. Und es liegt jetzt nicht an der Uhrzeit. Da kam die Polizei und nahm diesen Zauberfutzel fest. Ja, super. Verdammte Axt. Nach der Probe ließ ich das Zelt mit dem Witzbold. Das war... Als wir zur Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging zum Hauptplatz. Vielleicht geht's einfach nicht mehr. Das kann auch sein. Nee, meinst du? Ich meine, wir haben beides genommen. So ist es ja nicht. Und das auch mit dem Zirkusdirektor war ja auch richtig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, wie du selber sagtest, ja, das ist tatsächlich so. Da sah ich, wie Max in Richtung Tatort ging. Das war, glaube ich, hier. Beziehungsweise hier. Aber das haben wir ja schon. Ja, genau. Er war der Einzige, der in die Richtung ging. Wie kann der Kerl nicht im Bild sein? Naja, diese Regina, die ist halt, glaube ich, des Schlüssels Lösung. Vor allem, die ist ja 16. Ach, herrje. Wie alt ist Ben? Wie alt ist Ben? Oh, 31. Naja. Und unser Galaktiker ist 21. Und selbst da macht er sich noch strafbar. Eieiei. Was passiert jetzt? Die Zeugenaussage ist eindeutig falsch, euer Herr. Das ist Quatsch. Oh nein, es tut mir leid, aber ich kann keinen Fehler entdecken. Oh nein, er wird mir doch wohl jetzt versuchen. Oh, du... Na, war wieder der Holzsteg. Ach ja. Er war der Einzige, der in die Richtung ging. Wie kann er nicht der Mörder sein? Dann kam die Polizei und nahm diesen Zauberfuzzi fest. Ja, da kann man ja nichts gegen sagen, ne? Nee, da würde ich auch sagen, dass das so richtig ist. So, und jetzt hat sich mein Spiel hier kurz aufgehangen. Moment. Immer mit der Ruhe. La 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 la. Please hold the line. Tja, dann würde ich sagen, machen alle mal eine Pinkelpause. Laisse en ligne, s'il vous plaît. Ja, ich glaube, das glaube ich auch, Freunde. Wir machen eine ganz kurze Pinkelpause und sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Da, jetzt geht's weiter. Also... Läuft die Aufnahme noch? Ja, nee, komm. Wir bleiben einfach drauf. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Egal. Ja, also, dass das richtig ist, genau, das sind wir stehen geblieben. Das war der Einzige, die in der Richtung gehen kann, der Kerl nicht der Mörder sein. So. Da kann irgendwas sein. Was haben wir noch? Da sah ich, wie Max in Richtung Tatort ging. Als wir zur Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging. Was? Als wir zur Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging zum hinüber zum Hauptplatz. Was ist das für ein Satz? Als wir zur Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging zum hinüber zum Hauptplatz. Er hat einen Sprachfehler, die Puppe. Kleiner Stotterer. Woher soll ich wissen, dass hier jetzt nicht der springende Punkt verborgen ist? So eine Wichse hier.
Ah, immer diese Kraftausdrücke. Nach der Probe verließ ich das Zelt mit diesem Witzbold. Damit meine ich den Clown. Ein Affe, der sich um Agro kümmert, sammelt ständig glänzende Dinge. Der war doch eigentlich auch dabei, oder nicht? Ich schätze mal, der hat auch irgendwas mitgenommen. Sicherlich. Was, sonst hätten wir den auf jeden Fall nicht. War in der Holzkiste, über der das Opfer lag. Sie enthält Pfeffer. Genau, da hat man noch gar nicht drüber. Das Opfer lag über dieser 10 Kilogramm schweren Kiste. Sie hat ein kleines Schloss. Todesuhr 22:15. Ursache: Schlagwunde am Hinterkopf. Pfeffer. Karte. Flasche. Diese zerbrochene Flasche Orangensaft wurde auf dem Boden der Cafeteria gefunden. Hatten wir nicht in der letzten Folge irgendeinen Spruch, irgendwas mit dem Pfeffer? Ja, jetzt wo du es sagst. Da hattest du doch gesagt, das muss doch ein Hinweis sein. Aber ich weiß nicht mehr. Wo kam der her? Eieiei. Aber ich glaube, das hatte der Clown gesagt. Zylinderhut nach Maß, der Max als Markenzeichen dient, wurde am Tatort gefunden. Tja, was sagt die Zeit? Circa 13 Minuten. Na, also 13. Minute haben wir. Freunde, ich glaube, wir suchen hier noch ein bisschen weiter offscreen und wenn wir weitergekommen sind, melden wir uns wieder. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert und haben etwas ganz Tolles rausgefunden. Genau, das ist so einfach. Ich weiß nicht warum, aber wir sind bei dieser Frage hier, oder beziehungsweise bei der Aussage, gar nicht auf Angreifen gegangen. Ich verstehe nicht warum. Ich bin ja eigentlich auf alles immer auf Angreifen gegangen, aber irgendwie bei der Aussage, das ist uns so durch die Lappen gegangen. Und dann geht's auch schon weiter. Jetzt kannst du es auf die Uhrzeit schieben. Ja, genau. Um wie viel Uhr traf die Polizei am Tatort ein? Ich glaube, das war ungefähr um... Warte, ich muss den erstmal punchen hier. Bam, 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 bam. Na, wie viel Uhr war es denn? Ich glaube, es war... Aua, ich würde sagen, du ging... Aua, 22.30 Uhr etwa. Die Probe war um 22 Uhr zu Ende. Also waren Sie die ganze Zeit bei der Unterkunft? Ich denke, das kann man so sagen. Jetzt hat sich der Computer aufgehangen. War es nicht furchtbar kalt? Kaum zu glauben, dass bei dem Wetter, dass Sie bei dem Wetter draußen waren. Meine Güte. Nun, in Wahrheit... Sei bloß still, du übergroßes Plappermaul. Warum erzählst du ihm den der Computer hängt. Warum glaubst du uns nicht, dass wir bei dem Wetter einfach nur draußen waren? Wir haben gepafft. Nur, ja. Der gepappt. Oh Gott, Entschuldigung. Nun, vielleicht habt ihr ja auf jemanden gewartet. Was? Wer sagt das? Wir hätten auf jemanden gewartet. Ach. Phoenix Wright, deine wilden Theorien interessieren hier keinen. Ja, ich einspruche zurück. Aber dieser Zeuge, er bricht unter dem Druck zusammen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Herr Wright? Oh, jetzt kommt Mr. Auf den wartenden... Auf wen wartete der Zeuge Ihrer Meinung nach an jenem bitterkalten Abend? Ja, das ist doch logisch. Warte mal, wo haben wir sie? Die Person, in die er verliebt ist. Nun, wenn er draußen in der Kälte gewartet hat, dann auf eine Person. Auf eine Person alleine. Was ist das denn für ein Spruch? Er wartete auf die Dompteurin, auf Regina. Das ist wirklich... Regina, 16 Jahre alt, schwer schwanger. Genau, und Ben ist 31. du hast draußen darauf gewartet, dass Regina zur Unterkunft zurückkehrt. Habe ich recht?
Ja. Stimmt das? Nun, ich, diese Frage sollten Sie mir nicht stellen. Wen interessiert das schon? Auch auf wen ich an jeden Abend gewartet habe. Wichtiger ist, was ich gesehen habe. Vergiss das nicht. Schon gut. Die Puppe mag halsstarrig sein, aber sie hat recht. Gut. Was? Anscheinend gibt es einen Grund, warum der Zeuge an jenem Abend dort war. Er wartete die ganze Zeit auf Regina. Außerdem, auch wenn jemand anderes genau vor seiner Nase vorbeigelaufen wäre, hätte er dem keine Beachtung geschenkt. Ah. Der Kopf ist explodiert. Wie macht er denn das? Das ergibt alles Sinn. Was hast du eben gesagt? Der Zeuge sah den Angeklagten am Tatort. Aber er sah nicht das Opfer auf dem Weg in sein Verderben. Wenn du ihm das abnimmst, dann musst du auch davon ausgehen, dass er jemand anderes als Max übersehen haben kann. Aua! Es gibt keinen Beweis dafür, dass der Zeuge auf diese Dompteurin wartete. Ups. Er hat wieder einen Kopf. Ich glaube, du hast mich ertappt. Wie kann man das nur zugeben, ehrlich? Also bitte, jetzt mal ungelogen. Das ist genau so ein Quatsch. Ich meine, Detektiv Conn. Kennst du Detektiv Conn? Ja. Ich habe die Serie gesuchtet. Ich habe mir jede Folge angeguckt, jedenfalls die, die es in die deutsche Synchronisation geschafft hat. Und was ich wirklich scheiße finde an dieser Serie ist, dass jeder Mord gleich ausgeht, dass alle nachher einknicken und zugeben, ja, ich hab's getan. Und dann in Tränen ausbrechen und ihre Tat bitter, bitter böse bereuen. Ich meine, bitte, wie oft kommt es vor, dass so etwas passiert? Jetzt mal angelogen. In jeder Folge ist das Ergebnis. Der Täter klappt ein, bricht zusammen, gibt es zu, bricht in Tränen aus und sagt dann, ja, aber dieser Tyrann, der hat mich sein Leben lang, hat er mich tyrannisiert und jetzt wollte ich sie ihm heimzahlen. Ach, ist egal. Das ist eine andere Geschichte. Schon gut, das ist nicht schlimm. Ja. Ich packe diesmal aus. Ja, wer hätte das gedacht? Es stimmt. Ich habe auf Regina gewartet. Oh, Regina. Schmerz. Sag nichts. Herr Quest, sagen Sie uns dieses Mal die ganze Wahrheit. Haben Sie oder haben Sie nicht am Eingang der Unterkunft auf Regina gewartet? Ich habe gewartet. Erste Person Imperativ. Aber ich verstehe gar nicht, warum die lügen. Wenn ich nicht schuldig wäre, würde ich überhaupt nicht lügen. Ganz ehrlich, wenn man schon mit einer Puppe... Also, ne, muss ich noch mehr sagen. Okay. Da, guck mal, Heiratsantrag, der Kerl, der könnte dem sein, der ihre... Naja, Vater ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Bitte. Ja, gut, es geht ja eigentlich um Trilo. Trilo hat ja den Heiratsantrag gemacht. Ja, aber ne, wir wissen alle, wer hinter Trilo steckt. Attacke. Ja, du weißt gar nicht, was dafür, wo die Hand eigentlich ist. Die hängt schlaff runter. Also, da muss die Hand ja gar nicht drin sein, da kann ja auch was anderes drin stecken. Du wieder und deine Fantasien und ich werde danach wieder zur Rechenschaft gezogen. Okay. Ich habe auf sie gewartet, um ihr meinen Heiratsantrag zu machen. Oh Gott. Sie haben was getan? Auf sie gewartet für einen Heiratsantrag? Na guck mal, der steckt seiner. Was ist los? Denkst du etwa, nur Menschen dürfen heiraten? Ja. Das. In diesem Fall geht es nicht darum, ob Puppen heiraten dürfen oder nicht. Du bist der Richter. Sieh dich nur an, was für ein schrecklicher Anzug. Aufzug. Mehr Schmerzen. Großartig. Jungs, dank euch ist mein perfekter Plan nicht mehr ganz so perfekt. Na. Ah. Jetzt verschwenden wir unsere Zeit mit den blödsinnigen Heiratsantrag einer Puppe. Allerdings. Ach nein. Es geht weiter. Was sagt die Zeit?
22 Minuten im ungefähr. Du weißt, dass die 13 da von vorhin dazukommen? Jein. Jein? Na gut, dann machen wir weiter. Nee, du, also, Chef. Also gut, das mal, wir lesen noch alles vor, würde ich sagen. Wie ist gut. Seid nicht so überrascht, dass ich Regina einen Antrag machen wollte. Ich wollte ihr sogar etwas schenken. Ich war in meiner... Es war in meiner Tasche. Schweinmal. Ich wollte ihr einen Antrag machen und es ihr geben. Natürlich hatte ich es auch an dem Abend in der Tasche, ein Geschenk für sie. Ich konnte es ihr jedoch nicht geben, deshalb trage ich es noch immer in der Tasche. Das stimmt nicht. Was ist das? Du Lügner. Einen Heiratsantrag. Sieh, eine Puppe. Nein, ist so begriffsstutzig. Wer sagt denn, dass Puppen nicht auch lieben können? Sie haben recht. Obwohl ich alt bin, könnte ich ihr auch einen Antrag machen. Was geht los da rein? Genau. Oh Gott. Euer Ehren sehen gerade nicht sehr ehrenvoll aus. Na gut, Herr Wright. Bitte fahren Sie mit Ihrer Untersuchung fort. Ach ja. Hast du das gehört? Sein Seufzer klang etwas schwermütig. Oh, jetzt müssen wir dann alles wieder ans Kreuzfeuer nehmen. Naja, komm, dann machen wir erstmal einen Cut. Okay. Bis morgen, LRW über 18, adieu. Da hat's einer eilig. Ja, na gut, Leute, ich bring mal den Kaffee weg. Macht's gut, tschüss.